Buongiorno ihr Lieben! Annette zeigt euch heute, wie man vom Flughafen Ciampino in die Stadt kommt. Und unsere Susi, wie man von Fiumicino in die Stadt kommt. Per Anhalter? Oh, ich will nach Rom. Rom, Rom, Rom. Zu Fuß? I'm walking. I'm walking. I'm walking. Mit dem Taxi? Der Flughafen Fiumicino ist ca. 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und Ciampino etwa 16 Kilometer. In Ciampino findet ihr den Taxistand direkt nach dem Ausgang auf der rechten Seite. Eine Fahrt kostet euch 30 Euro. Wer lieber auf die bequeme Art und Weise in die Stadt fährt und ein Taxi wählt, findet den Taxistand beim Ausgang 3. Es gibt den Fixpreis von 48 Euro pro Fahrt, aber Achtung, bei Taxis von der Stadt Fiumicino ist der Fixpreis 60 Euro. Mit Bus oder Zug? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Bus oder Zug zu fahren. Entweder ihr bucht direkt in der Ankunftshalle den Terravision-Bus bis Hauptbahnhof Termini oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Möglichkeit 1 ist der Atral-Bus. Der bringt euch bis Ananina und von dort weiter mit der Metrolinie A bis Hauptbahnhof Termini. Eine weitere Möglichkeit ist mit den Buslinien 520 sowie die 720. Anschließend wieder die Weiterfahrt mit der Metro bis Hauptbahnhof Termini. Wer lieber mit dem Bus in die Stadt fahren möchte, läuft bis ans Ende von Terminal 3 und kauft sich hier das Busticket. Vom Flughafen Fiumicino könnt ihr auch mit dem Zug in die Stadt fahren. Der Leonardo Express bringt euch für 14 Euro direkt zum Hauptbahnhof Termini. Die Zugfahrt dauert etwa 30 Minuten. Achtet darauf, dass das Zugticket vor der Fahrt entwertet werden muss. Für 8 Euro könnt ihr euch auch ein Ticket für den Regionalzug kaufen. Dieser bringt euch nicht nach Termini, sondern nach Roma Ostiense, Pyramide. Von dort könnt ihr dann weiter mit der Metrolinie B fahren. Ein Zug fährt jetzt von der Plattform 3 los, geht jetzt auch hin und wir sehen uns in Rom. Ciao!